Da fährt er wieder, du. Der Glück in seinem Auto, der sich immer selber filmt, ja. Und seine komischen Filme da, die er da macht, ins Internet stellt, ja. Und wer muss büßen? Das kann ich euch sagen. Die Madame, ja, meine Madame, wird dann immer in der Tiefgarage angequatscht. Sie, wissen Sie eigentlich, was der da macht? Ja? Die können mich natürlich nicht selber anquatschen, weil, klar, ja, ich kann das schon verstehen, weil ich bin halt auch eine Respektsperson, ja. So ein TV-Star, den spricht man nicht einfach mal so an. Ja. Früher haben sich, die Zeiten haben sich gewandelt schon, gell? Früher hatte man Respekt vor schneeweißen Haaren. Und heute vor so einer Hackfresse, die mal auf der DSDS-Bühne gestanden ist, gell? Ja. Zeiten wandeln sich, Freunde. Ich meine, abgesehen davon, ich könnte es auch nicht, so einen TV-Star einfach ansprechen. Da fehlt mir die Luft, gell? Ich meine, die habe ich ja eh nicht. Aber nur mal angenommen, ich hätte die, die würde mir glatt wegbleiben. Da würde ich keinen Ton mehr rauskriegen, gell? Da würde ich so dastehen, so. Und wisst ihr eigentlich auch, was das Allergeilste an so einem TV-Film, Internet- und Radiostar, wie ich einer bin, ist? Jetzt mal abgesehen von meinem Witz, Elan und Spirit, ja, und meinem guten Aussehen. Das ist, dass ich jeden Film ja immer nur einmal aufnehme. Ja. Würdet ihr jetzt neben mir sitzen, dann würdet ihr ganz genau wissen, dass ich eine ganz dreckige Lügensau bin, weil den Take nehme ich jetzt schon zum dritten Mal auf. Aber normalerweise, weil ich eben den Textfehler gemacht habe. Und der ist wichtig bei meinem Gag, ja. Normalerweise nehme ich immer nur alles einmal auf und das ist ja auch gerade der Gag, wenn, hallo, man hat mich eben erkannt, wenn mal was schief geht, das ist ja gerade das Geile, ja. Das zum Beispiel hat jetzt der Rudi Carrell, der bekanntlicherweise ja sein Leben lang mit 10 gleichen Gags gereist ist und keiner hat es gemerkt. Den Trick hat Rudi, mein Freund Rudi, Gott hab ihn selig, nicht drauf gehabt. Der hat immer alles bis zum Erbrechen wiederholt. Ich kenne Kollegen, die mit dem gearbeitet haben und der war eine richtige Sau, ja. Der war richtig übel am Set, das heißt ja am Filmset, ja. Am Filmset übel hat er die Leute zusammengebrüllt. Schlimmer als Kinski. Ja. Aber er, ja, jetzt könnt ihr natürlich sagen, Moment mal, Glück, der Carrell, der war wenigstens erfolgreich, ja, als du. Ja, stimmt. Aber Rudi musste dafür auch am Schluss mit einer ganz beschissenen Stimme von der Bühne abtreten. Und ich glaube, das bleibt mir erspart. Hoffe ich doch zumindest. Denn irgendwie muss meine Erfolglosigkeit doch auch belohnt werden. Bin ich der festen Überzeugung. Ja. Schade, dass die Kamera gerade nicht an war. Da ist wieder gerade einer vorbeigefahren. Die Leute erkennen das Auto ja inzwischen. Ja. Das war schon immer so. Früher war es der Mercedes, als ich noch Kohle hatte. Und da hupen die immer, Junge, da fahre ich immer zusammen, ja. Da erschreck ich, du, da fährt's mir in jeden Knochen rein. Ich kann's jetzt mal sagen. Freunde, das freut mich ja, dass ihr mich als Star lieb habt, ja. Aber lasst das scheiß Gehuppe, ja. Ich bin im Geiste immer mit euch. Auch wenn ihr nicht gerade an mir vorbeifahrt, ja. Außerdem ist es verboten nach der Straßenverkehrsgesetzordnung, wenn keine Gefahr in Vollzug ist, zu hupen. Sonst zeig ich euch an. Ja, das wollte ich bloß mal sagen, als rechtschaffener Bürger.
Ja. Schließlich wähle ich auch die Republikaner. So sieht's doch mal aus. Ein bisschen Zucht und Ordnung hier. Sven.